gesehen. Ich bin im Unterricht. Ich hoffe, es werden vielleicht noch ein paar Leute dazukommen. Und ansonsten, wenn nicht, dann machen wir uns bereit. Sehr gerne mit einer weiteren, mit einem weiteren Vortrag zum Thema Moment. Ach, wir nennen einen weiteren Vortrag zu unserem Thema Geschichten, Anekdoten und Wissenswertes aus Entstehung des Staates Israel. Ich hoffe, alle können mich hören. Mikrofon ist an, Kamera ist an. Müsste alles klappen. Momentan haben wir vier Teilnehmer. Ja, ich hoffe, es werden noch ein paar dazukommen, die wir letztes gesehen haben. Unser Thema für heute ist endlich das Abschließen des Kapitels Erster Weltkrieg. Vielleicht können sich einige noch daran erinnern, wir hatten in dem Ersten Weltkrieg vor, ich glaube, zwei oder drei Unterrichten gesprochen. Danach habe ich hier einige andere Themen gewählt, über die wir sprechen sollten. Und jetzt kommt endlich das Kapitel Erster Weltkrieg mit seinem Abschluss, nämlich mit der Übernahme der Briten statt des osmanischen, statt der osmanischen Herrschaft und mit dem Beginn des britischen Mandats. Und die restlichen Unterrichte werden sich dann anderen Themen widmen. Aber wir müssen halt den Übergang schaffen zwischen der osmanischen Regierung und der britischen Regierung in Palästina und Eretz Israel. Das ist wichtig, denn dort sind einige sehr wichtige Entscheidungen gefällt worden. Ich bin sicher, jeder, der sich ein bisschen mit der Geschichte der Entstehung beschäftigt hat, kennt einige Stichworte und einige bestimmte Namen, zum Beispiel den Lord Balfour, ja, die Balfour-Deklaration oder Chaim Weizmann, ist vielleicht jemand ein Begriff. General Allenby, jeder kennt vielleicht die Allenby-Straße, ja, in Tel Aviv, die ist nicht in Johns Allenby, da gab es einen bestimmten Menschen, der eine relevante Rolle spielte in der Entstehung des Staates Israel und noch einige andere. Also heute gibt es, klar, wir fangen mit demselben Muster an, wir schauen uns ein paar Daten an und dann versuche ich das ganze enorme Material, das es dazu gibt, und der Erste Weltkrieg ist sicherlich ein sehr entscheidender Wendepunkt in der Geschichte dieses Landes, in der Geschichte auch des jüdischen Volkes und der zionistischen Bewegung. Dieses ganze enorme Material versuche ich euch zu unterbreiten in der wenigen Zeit, die wir haben. Sprich, neues Whiteboard fangen wir an. Und dann kommen selbstverständlich wieder die Daten und am Ende des Unterrichts gibt es wieder die Quellen. Dieses Mal möchte ich eine ganz besondere Quelle betonen, von der ich auch gemacht habe. Ich habe mich entschieden, für den Gebrauch zu machen, weil sie wirklich auch sehr interessant ist für Deutschsprachige. Nämlich das Buch Es war einmal ein Palästina von Tom Segev. Ich werde das am Ende des Shows nochmal geben, die Quellen anzeigen. Das war eine zentrale Ressource für mich bei diesem Unterricht und wirklich das Material, das dieser Mensch, Historiker, anbietet, ist wirklich enorm. Es ist ein riesengroßer Wälzer, in Deutsch erschienen im Jahr 2012 oder 10, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall, oder 14 sogar. Nein, 14 nicht. Da kann ich gleich nachschauen. Auf jeden Fall ein sehr relevantes Buch, beginnt, der sich ein bisschen davon Begriff machen möchte. Aber natürlich brauchen wir ein bisschen Vorkenntnis. Damit fangen wir an. Das mit dem Ersten Weltkrieg war schon lange her. Auch für uns im Unterricht. Das ist eine kurze kleine Übersicht. Auf unserem Whiteboard sind wie immer die Daten. Und das Stichwort hier lautet jüdische Weltverschwörung oder prophezeite Rückkehr nach Zion. Und zwar ist das, sind das zwei wichtige Motive gewesen für die britische Regierung und die britischen Führungspersönlichkeiten in ihrer Herangehensweise an das Phänomen der zionistischen Bewegung. Dazu kommen wir gleich. Das heißt, kurze Übersicht. Wir haben die zweite Aliyah, Einwanderungswelle, die ist 1904 bis 1914. Ja, wir haben darüber gesprochen, welche Menschen dort waren, welche Ideologien sie vertraten. Wir haben Lieder darüber gehört, ein wenig zu den Zeitzeugen gehört auch. Zweite Aliyah endet mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Der Beginn des Ersten Weltkriegs ist 1914, hat direkten Einfluss auf das Leben der Juden und der Araber und praktisch jeder im Bereich Eretz Israel Palästina. 1. August 1914 Kriegserklärung Deutschlands. Die Verbindung
Die von Binnen und von Deutschland ist, sind das österreichisch-ungarische Kaiserreich und das Osmanische Reich, das im Oktober 1914 im Prinzip dem Bündnis der Mittelmächte beitritt. Ihre Gegner dabei sind England, Frankreich und Russland. Der Erste Weltkrieg dauert von 1914 bis 1918 und spielt sich im Prinzip drei Kontinente betreffend an. Es ist einmal Europa und ein südlicher Teil von Russland, der Nahe Osten und Amerika. Da auch Amerika im Jahr 1916, 1917 in den Krieg mit einsteigt. Für uns relevant ist das nächste Datum, habe ich hier geschrieben, 1950 bis 1917. Ja, 1950 bis 1917 ist, gibt es die Bemühungen der Schaffung einer jüdischen Legion innerhalb der britischen Armee. Denn, wie wir früher schon angesprochen haben, die Juden in der Israel unter der osmanischen Führung haben zwar die Pflicht, oder beziehungsweise sorgen sich darum, möglichst neutral und möglichst auch positiv gegenüber der türkischen Macht zu stehen, um Schäden, um Angriffe, um Vertreibungen seitens der Osmanen zu vermeiden und um nicht als Verräter zu gelten, neigen aber immer mehr zur Unterstützung der britischen Mächte und wünschen sich herbei, dass die britische Armee im Prinzip sie von der Herrschaft der Türken befreit. Im Laufe der Zeit und deshalb gibt es seitens zionistischer führender Persönlichkeiten wie Wladimir Jabotinsky ja, und Chaim Weizmann, zu denen wir gleich kommen, aktive Bemühungen als Juden im Prinzip eine jüdische Vertretung zu haben bei den britischen Mächten, damit um zu sagen, dass sie im Prinzip auch eine Rolle und auch ihren Teil dazu beigetragen haben, eine Befreiung von Eretz Israel von den Türken. Nicht ist die Relevanz ihrer Teilnahme dabei groß ist, aber die symbolische Bedeutung eindeutig und vor allem auch für die zionistische Bewegung, sogar weniger für die Briten. Aber sagen wir, das für das Selbstbewusstsein der zionistischen Bewegung. Und im August 1917, so wie hier verzeichnet, ist tatsächlich die Gründung dieser Legion. 1916 habe ich angegeben, ein weiteres Datum, dazu kommen wir, das Sykes-Picot-Abkommen über die Aufteilung des Osmanischen Reiches unter den Mächten der Entente, also den Vereinigten Mächten im Ersten Weltkrieg, nämlich Großbritannien und Frankreich. 1916 war eigentlich schon klar, dass das ist eine Eroberung dieses Landstriches Palästina geben wird durch die Briten. Wie es dazu gekommen ist, auch unter anderem werde ich ein bisschen anführen. 2. November 1917 gibt es die berühmte Balfour-Deklaration, auf die sich heutzutage die gesamte im Prinzip die israelische Regierung, die zionistische Bewegung, überhaupt sehr viele Juden auch darauf beruhen, dass das das offizielle Dokument gewesen ist, das ihre Rechte auf eine nationale Heimstätte bestätigt hat gegenüber der westlichen Weltgemeinschaft. 1917 gab es dann, Ende des Jahres 1917, gab es dann die Einnahme Jerusalems durch die britische Armee und die Kapitulation von Jerusalem und seinem Bürgermeister fand nicht mehr und nicht weniger als 7-mal statt. Auch dazu werde ich kurz etwas sagen. Und dann schließlich 1918 Waffenstillstand und Ende des Ersten Weltkriegs offiziell. 1920 habe ich noch angegeben. Über 1920 gehen wir momentan nicht hinaus, weil das ist das Ende und das Ende einer alten und der Beginn einer neuen Epoche für das Land Eretz Israel, nämlich die San Remo-Konferenz. Saremo-Konferenz, manche nennen das auch die Magna Charta, also sprich das entscheidende Dokument, das zu Veränderungen im Land Israel geführt hat und auch zu entscheidenden Wendungen für das Schicksal der Juden in diesem Land, für das Schicksal eines möglichen zukünftigen jüdischen Staates. Die Saremo-Konferenz, an der die offizielle Entscheidung gefallen ist, das Mandat über den Bereich Palästina an die Briten zu übertragen. Sprich, das waren die Daten. Das waren die Daten. Uns erwartet noch natürlich die Balfour-Deklaration. Wer sie nicht kennt, wird sie gleich zu Augen bekommen. Schön in deutscher Übersetzung. Diesmal nicht von mir. Und ja, wir fangen mit den
mit den Hauptereignissen an, damit wir sehen, wie es sich so vom Anfang bis zum Ende des Ersten Weltkriegs entwickelt. Vielleicht gibt es in der Mitte auch noch ein kleines Video, je nachdem, wie die technischen Voraussetzungen sind. So. Also zu Beginn, kurz vor 1914, gab es einen ungefähren Stand, wie viele Einwohner es gegeben hat. Im ganzen Bereich Palästina. Von 1914, und zwar gab es mehr oder weniger 700.000 arabische Einwohner dieses Landstrichs unter der osmanischen Herrschaft und plus minus 85.000 Juden. 85.000 Juden, wir verstehen, durch die ganzen Einwanderungen, durch das Hinzukommen von Menschen aus Russland, aus dem Bereich Europa, all die Juden, die im Laufe der Zeit hinzugekommen sind, haben im Prinzip die Anzahl der jüdischen Bevölkerung ja sehr erhöht. 86.000 Juden sind eine enorme Zahl, 85.000. Das ist vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Und so. Gleich kommen wir zu den Hebräisch. Ich gucke mal gerade, was wir hier haben. Ja. Im Prinzip, das Interesse der Briten an dem Bereich Palästina, an Israel, ist nicht so behauptet, zumindest der Historiker Tom Segev, von dem ich hier gesagt habe, der meine Hauptquelle für diesen Vortrag sein wird, ist kein rationales gewesen. Die britische Gesellschaft und die Köpfe der britischen Gesellschaft waren protestantisch-christlich erzogen. Sprich, die Religion, das Verständnis der Bibel, der Bezug auf biblische Ereignisse, waren Teil ihrer Erziehung und Teil ihrer Weltanschauung. Trotz aller strategischen Überlegungen, die eine Rolle gespielt hatten, selbstverständlich in jeder Handlung, insbesondere im Krieg, im Ersten Weltkrieg. Aber gerade der Punkt Palästina, trotz der Erfahrungen in der Kolonialisierung von zahlreichen Völkern und Ländern, der ganzen Welt, das britische Imperium war enorm groß. Der Punkt Palästina und der Punkt der Heilige Land, die Juden etc. waren ein eher weniger rational erklärbarer Punkt in den Visionen der britischen Führungskräfte. Im Prinzip, so behauptet zumindest Tom Segev, gab es keine rationale oder strategischen Gründe, diesen Landstrich zu erobern und in ihm etwas aufzubauen. Insbesondere kein großflächiges und kompliziertes Verwaltungsorgan wie das britische Mandat. Allerdings gab es natürlich auch etwas Symbolisches, wie gesagt, weniger Rationales, sondern etwas Symbolisches in der Tatsache, dass man als britische Weltmacht gerade auch die heiligen Städten, also als bekannten heiligen Städten, übernehmen würde. Nach ca. 700.000 Jahren osmanisch-muslimischer Herrschaft über diesen ganzen Bereich. Wir reden von Sultan Salah ad-Din und wir reden von den Osman einmal und von den Osman zweimal und den Mamelucken. Sprich, alle möglichen muslimischen Herrscher hatten nach den Kreuzfahrern im frühen Mittelalter diesen Landstrich eingenommen und dort ihre Macht begründet. Und jetzt, 1917, ja, wo wir wissen, dass die Eroberung Jerusalem schon im Prinzip die Kapitulation der osmanischen Herrscher stattgefunden hat, erst 1917 würde das Ganze christlich werden. Und von dieser Hinsicht aus ist es natürlich eine sehr bedeutende Errungenschaft und auch angesehen worden von der britischen Regierung im Krieg und auch vor allem nach dem Krieg als eine ja, historische Rolle, die Großbritannien einnimmt in der Menschheitsgeschichte. Vor allem von diesem Standpunkt aus. Eine andere Vorstellung, deshalb habe ich das hier auch bei dem Whiteboard so angegeben, war das der jüdischen Weltverschwörung. Wenn ich weiß, jüdische Weltverschwörung beruft sich vor allem auf die gewissen Protokolle der Weisen von Zion. Darüber werde ich mich nicht auslassen, aber das ist etwas, was aufgekommen ist Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Dazu gibt es auch wunderbare Lektüre, kann ich auch mal empfehlen danach. Aber die Sache der jüdischen Weltverschwörung, des Glaubens, Juden würden die Welt lenken, hätten internationalen Einfluss, selbst ohne ein eigenes Land und ohne eigentlich eine nationale Machtstätte irgendwo, würden sie aber im Prinzip im Hintergrund die Fäden ziehen, hinter den Kulissen. Sprich, unser bekanntes antisemitisches Klischee
der allmächtigen Juden, die die Welt erobern möchten, hat er auch seinen Einfluss auf die Denkweise und auf die Perspektive der Briten, vor allem derjenigen, die an der Macht saßen, im Hinblick auf die zionistischen Bestrebungen. Ja, all das gemischt, sprich das christliche Bewusstsein des Heiligen Landes und des Heiligen Volkes und der alten biblischen Traditionen etc. und ihrer Zeugen der Juden, die mitten unter uns wohnen, und die Verachtung oder auch da schon die Furcht, so beschreibt es schon Zeges, vor der Macht der Juden, die im Prinzip allgegenwärtig ist, aber nicht mit dem bloßen Auge zu sehen ist. Und der Wunsch vielleicht doch, von diesen Juden loszukommen, ja, waren alles so die Komponenten, wichtige Komponenten in den Entscheidungen, die von den Briten gefällt wurden, im Laufe des Ersten Weltkriegs und später dann auch zur Balfour-Deklaration und die Übernahme der Herrschaft über das Land Israel. Das waren die Vorstellungen. Die britische im Generell muss man das britische Imperium als solches als kolonialistisch auffassen. Das heißt, eine Bewegung, ein Gemütszustand von, nennen wir es Überheblichkeit, nennen wir es eine Art, das Stellen des eigenen, der eigenen Identität und der eigenen Kultur über das der anderen und der Wunsch, den anderen die Erleuchtung und die Aufklärung zu bringen. Aufklärung, wir wissen es, Aufklärung war eine Bewegung in Europa. Es war keine Bewegung, die in anderen Ländern stattgefunden hat, ja, außerhalb des europäischen Kontinents. Später sind sie auch auf Amerika übergegangen, im Zuge der Einwanderung von Europäern nach Amerika. Aber Aufklärung war etwas, was in Indien oder im Muslimischen Reich nicht bekannt gewesen ist. Und genau diese Begriffe der Aufklärung, der Erleuchtung, der Zivilisation und der Kultur bewegten selbstverständlich das britische Imperium und seine Anführer in die in entfernteste Ecken der Welt vorzudringen, um Gesellschaften zu beglückwünschen und dabei auch eigenen Vorteil zu sehen in Ressourcen dieser Länder wie in Indien oder an den Arbeitskräften, ja, in Afrika etc. etc. Und natürlich auch dasselbe Bewusstsein regierte auch die Perspektiven und die Ansichten derjenigen, die im Prinzip für die Errichtung der britischen Herrschaft im ehemaligen Osmanischen Reich und in Palästina, die es vorschlagen. So. Die zionistische Bewegung als solche benötigt dieses Verständnis die Unterstützung der Briten, weil die türkische Regierung nationales Bestreben, sowohl das jüdische als auch das arabische, ablehnte. Und zwar ließ es Juden einwandern, aber es erlegte ihnen gewisse Grenzen auf. Ja, Grenzen zur Anzahl der Einwanderung, später dann auch komplettes Verbot der Einwanderung aus bestimmten Ländern wie aus Russland. Und im Prinzip ließ sie zwar leben und Siedlungen aufbauen, forderte aber nicht eine Richtung eines unabhängigen Gebildes. Sprich, der Drang nach Unabhängigkeit, sowohl unter den Arabern als auch unter den Juden, war auch damit verbunden mit jemandem, der von ihm diese osmanische Herrschaft herunternehmen konnte. Beide Völker konnten das nicht. Und deshalb wurde die Hoffnung mehr und mehr auf die Briten verlegt, obwohl die offizielle Stellungnahme zu Beginn des Ersten Weltkriegs seitens der zionistischen Vertretung gewesen ist. Erstens, wir mischen uns nicht ein. Und zweitens, wenn wir uns einmischen, dann unterstützen wir die osmanische Regierung, denn so können wir zumindest das Wohl unserer Gemeinschaft, der jüdischen Gemeinschaft, garantieren. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs haben wir schon darüber gesprochen, wie viele Juden es gegeben hat. Es gab ja die Führer in der Stadt Tel Aviv, es gab Gemeinden, große Gemeinden in Hebron und in Jerusalem, das ist verständlich, und in anderen Städten. Es gab sehr viele kleinere Siedlungen überall verteilt, vor allem auch im Norden. Und der Krieg, in den das Osmanische Reich einstieg im Oktober 1914, veränderte sehr viel. Vor allem öffnete es das Tor zu einer fast grenzenlosen Armut, die gesamte Bevölkerung. Alle litten unter diesem
Krieg, litt dann an Hunger, litt dann an Krankheiten, an Mangel an Ressourcen, an Räubereien und Plündereien seitens der osmanischen Armee, litten auch unter dem Einzugsbefehl von die Männer natürlich, die Juden, die von denen sehr viele Angst hatten, einberufen zu werden und gezwungen werden, in der Armee zu dienen und dabei die Schwarzarbeit zu verrichten, so wie das Bauen von Straßen und das Bauen von ba von Lagern und nicht unbedingt die Offiziersrollen und die begehrten Posten. Ja. Nicht alle konnten zu diesen Posten gelangen. Die Unterstützung von Briten ist verständlich, galt als Verrat. Ja. Es war noch nicht klar, ab wann die Briten im Prinzip das Osmanische Reich eingreifen würden und das einnehmen wollen würden. Es wurde nicht klar in 1914, sondern erst 1915 und erst danach. Schon aber da machten sich die Osmanen Sorgen darüber, dass die Juden, vor allem diejenigen, die in dem Bereich leben würden, das leicht zugänglich wäre für fremde Armeen, so wie zum Beispiel an der Küste, ja, Tel Aviv, Jaffa, Gaza. Natürlich machen sich die Osmanen Sorgen, dass die Juden die Treue brechen würden. Und angesichts der ganzen zionistischen Aktivitäten, nationalen Aktivitäten, ja, die zionistische Führung im Land betrieben, kam es dann zweimal, ja, zu einer brutalen Maßnahme der osmanischen Herrscher, nämlich der Vertreibung. Ins Exil schicken von Personen, die einen Verdacht erweckten, dass sie gegen die osmanische Regierung handelten. Darunter fielen zum Beispiel Jabotinsky und David Ben-Gurion, ja, und nein, Chaim Weizmann war dort nicht, aber Israel Schochat und Josef Trumpeldor, Figuren, die später bei der Bildung der jüdischen Legion zusammen mit den Briten mitgewirkt hatten. Politische Aktivitäten waren wahrscheinlich direkt verdächtig. Leute wurden ausnahmslos kontrolliert, viele verhaftet ohne jeglichen triftigen Grund. Und 1914, 15 und 1917 wurden zunächst einflussreiche Figuren, öffentliche Redner, wichtige Persönlichkeiten ins Exil geschickt, nach Ägypten und in den Norden. Und auch Menschen, die eine fremde Staatsbürgerschaft besaßen, zum Beispiel russische Juden, die unter den im Prinzip untertan waren des russischen Reiches und Reiches. Russische Untertanen waren und in dem Sinne halt der gegnerischen Macht angehörten. Diese wurden nach Ägypten gebracht. Und 1917 waren dann das ca. 15.000 Juden, die aus Tel Aviv deportiert wurden in den Norden, weil die Kämpfe sich mit den Briten näherten, diesen ganzen Ballungszentren. Sprich, gab es zweimal ein Exil aus Tel Aviv. Und dann auch noch 1917 ein Exil der Bewohner von Gaza, die meisten davon Araber, aber auch jüdische Bewohner. Ebenso wegen ihrer Nähe zum Meer, selbstverständlich und der Gefahr, dass diese Einwohner sich den Briten anschließen und diese unterstützen würden. 1917 ist ja schon eher näher zum Ende des Krieges, wo das Osmanische Reich tatsächlich schon jede mögliche Kraft verlor. Während des Ersten Weltkriegs herrschten, wie ich sagte, Armut, großer Mangel an Einfuhrwaren, großer Mangel an auch wahrscheinlich an Handel, an Export. Wohin sollte man exportieren, wenn die meisten Mächte und relevante Länder sich im Krieg miteinander befanden? Landwirtschaft liegt zugrunde, auch wegen der Kriege, wegen der Kämpfe, wegen Zerstörungen. Städte wurden bombardiert, teilweise. Ja, im Zuge der Kampfhandlungen zwischen den Briten und den Deutschen und den Osmanen. Jaffa wurde bombardiert zum Beispiel. Wie gesagt, die Handwerker haben keine Arbeit, weil es Krieg herrschte und im Prinzip keine Aufträge gab. Ganze Familien davon waren betroffen, sowohl jüdische als auch arabische. Es gibt Zeugenaussagen über gräuliche Anblicke von toten Kindern in Häusern, von Tieren, die Leichen verspeisten, die einfach auf der Straße lagen, in Dörfern oder sogar in Städten, und die man nicht, an denen man nicht daran dachte, sie zu begraben.
sprich, sehr großer Mangel. Also die Bevölkerung litt sehr mit dem Ersten Weltkrieg. Selbstverständlich kommt auch darauf an, wo, aber vor allem in den größeren Städten. Doch und auch in den entlegenen Dörfern, wo es tatsächlich keine Arbeit gab und es gibt keine Möglichkeit, sich zu versorgen. Um das etwas an den Zahlen zu sehen, in der Statistik, wenn wir sagen, dass ca. 700.000 Araber und 85.000 Juden lebten in Eretz Israel vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs, so waren es bis zum Jahr 1917, bis zur Einnahme Jerusalems durch die britische Armee, im Jahr 1917, lebten in dem Land, sagen wir mal, 630.000 Araber und 55.000 Juden. Das heißt, eine größere Menge an Menschen war dem Tod gefallen oder war geflüchtet, deportiert oder andersartig umgekommen. Auch zum Beispiel in den Kämpfen. Das heißt, der Erste Weltkrieg hatte schon seinen nachhaltigen Einfluss auf die Bevölkerung. Zu den jüdischen Legionen ein paar Worte. Jüdische Legionen waren. Legionen, Bataillons waren relevant mehr für die jüdische Bevölkerung in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, weil aus den Kämpfern, die teilgehabt hatten an den Kämpfen zusammen mit den Briten gegen die Türken, bildeten dann später die Einheiten der Haganah, der großen Widerstands- und Verteidigungsorganisation. Aber zunächst einmal war die jüdische Legion und ihre Bataillons nach vielen politischen Gesprächen und Vermittlungen entstanden. Und zwar durch Zeev Ziakutinsky vor allem, der seit 1915 schon verschiedene einflussreiche Persönlichkeiten darum im Prinzip bat und forderte, dass auch jüdische Soldaten teilhaben sollten an dem Sieg der Briten. Ja, denn die Überzeugung war ihm klar, dass die Briten siegen sollten und siegen würden. Schließlich wurde das nach verschiedenen Bemühungen, nach vielen Nörgelereien, würde man so sagen, bei den Briten sah man diese Forderungen als eher lächerlich an, als willkommen. Dort gab es aber verschiedene politische Figuren, die Druck machten auf die britische Regierung. Eine von ihnen war Chaim Weizmann. Chaim Weizmann hat viele Verdienste. Unter anderem einen sehr großen Verdienst an der Balfour-Deklaration, Meilenstein in der Richtung des jüdischen Staates, aber auch bei den jüdischen Legionen und der Bitte, diese zu entstehen zu lassen, mit bereitwilligen jungen Juden aus verschiedenen Arten von Orten. Auch Chaim Weizmann hatte dort ein Wörtchen mitzureden, in seinem Druck, den er ausübte auf die britischen Führungskräfte. Und so also kurz über lang wurde im August 1917 schließlich nach vielen organisatorischen Schwierigkeiten, Bürokratie, Widerstand etc. wurden doch diese Legion gegründet. Ja, unter der Leitung von Josef Trumpeldor, ein Veteran aus Russland, wurde ein Bataillon gegründet, das nannte sich die Kreuzung mit Esel und Pferd. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Sprich, Maultier. Maultiere! Danke! Kreuzung mit Esel und Pferd, Maultiere. Sprich, es gab ein Bataillon aus Maultiertreibern, die auf Zypern, wenn ich mich nicht irre, zusammen mit den Briten gegen die türkischen Kräfte kämpften. Diese Einheit war im Prinzip hilfreich dazu, um die britischen Truppen vorankommen zu lassen. Ein Jahr hatten sie dort gekämpft. Und weitere Bataillons, die errichtet wurden, waren Bataillon 38 und 39 und 40. 38, 39, 40. 38 waren primär jüdische junge Männer aus England, speziell aus London. 39 wurden Menschen rekrutiert aus Amerika unter der Anführung von Ben Gurion und Yitzhak Ben Zvi, späterer israelischer Präsident.
Denn diese waren auch ins Exil geschickt worden, trotz ihrer anfänglichen Unterstützung für die Türken, landete Ben-Gurion und Yitzhak Ben-Zvi in Amerika und organisierten dort auch Freiwillige, die mit den Briten kämpfen würden. Und Bataillon Nummer 40 waren schließlich Freiwillige aus dem Land Israel selbst. Die ganzen Kämpfe und die Ausbildung fanden in der Wüste statt, in Ägypten. In Ägypten lag ja unter britischer Herrschaft. Diese Bataillons wurden in Hebräisch befehligt. Das war eine sehr große Besonderheit. Ihre Symbol waren die Menorah und die Schrift der Kadima, nämlich Vorwärts, alles mit hebräischen Buchstaben. Das heißt, vielleicht nicht besonders militärisch eindrucksvoll, aber definitiv symbolisch sehr stark. Und verständlich auch eine Art symbolischer verzeichneter Erfolg für die zionistische Bewegung, um zu zeigen, wir können auch. Vielleicht, wenn man das so darstellen möchte. Diese Bataillons, wie Jabotinsky selbst darüber sagte, im Prinzip, waren nicht, auch ohne sie hätte die britische Armee gewinnen können, auch ohne sie hätte sie auch weiterhin erobern können. Die jüdischen Religionen bekämpfen vor allem auf der Ostseite des Jordanflusses, dort wo das heutige Jordanien liegt. Aber ihr Symbolwert und der Beweis dessen, dass wir auch etwas beigetragen haben zur Eroberung dieses Landes, war höher als der tatsächliche strategische Wert. Natürlich dennoch relevant. So. Das zu den jüdischen Legionen. Einen Moment. Genau. Das ist alles, ich blättere gerade durch das Buch von Tom Segev. Denn Tom Segev als Quelle ist wunderbar. Ich zeige mal kurz das Buch. Nicht nur auf ihn basiert momentan meine Information, aber er ist wirklich ein Sammelsurium von Quellen, von historischen Zeugnissen etc., die er in ein Narrativ verbindet, das lässt sich sehr fließend lesen, wunderbar erklären und sehr gut nachgeforscht. Auch Tom Segev hat seine Agenda, selbstverständlich, wie jeder Historiker. Aber die Darstellungen sind wirklich sehr hilfreich, um zu verstehen, was abgegangen ist. Und definitiv raten, die sich auch zu Gebrauch zu ziehen. So. Eine kleine Bitte, vielleicht die Seite, die gerade aufgeschlagen ist, im Tom Segev Buch nennen. Die Seiten momentan, ich habe einige Seiten, die ich habe. Okay. Es sind hier einige Seiten natürlich, das ist ja ein größeres Kapitel. Das ist das Kapitel, das den Ersten Weltkrieg behandelt, ist vor allem Illusion. Wenn Sie schauen, 1917 bis 1927. Also dort gibt es einige Stellen, die relevant sind, zum Beispiel, hier, ich nenne mal kurz die Seite 32, ist sehr interessant als solche, die Darstellungen auf der Seite 34, das Kapitel Nummer 2, nämlich im Prinzip die Erklären der Beziehungen zwischen den Juden und den Briten. Und das weitere mehr im Prinzip in diesem selben Kapitel. Was noch? Genau. Vielleicht komme ich nochmal zu einer Seite, die sehr interessant ist. Nein, das ist eine kleine Anekdote. Das Kapitel Illusion auf jeden Fall lohnt sich, das durchzulesen. Sehr, sehr reich an Informationen. Weiter auch für diejenigen, die das Buch nicht haben, vielleicht später haben werden. Auf jeden Fall haben wir auch gerade, wir haben gerade besprochen, wir haben die jüdischen Bataillons, die im Prinzip mit den Briten gekämpft hatten. Relevant oder nicht relevant, aber auf jeden Fall etwas, was man gesagt haben muss. Weiter im Text. Weiter eine Sache. Jetzt kommen wir zu dem Jahr 1915,
Warum denn nicht? Oder? Nein. Lasst uns direkt kommen zu Balfour. Zu Lord Balfour. Arthur Balfour. Ja. Ein Momentchen. 1848 geboren in Schottland. 1930 gestorben. Dazwischen hat er ein reges Leben, verschiedene Amtszeiten an verschiedenen Stellen. Er war Deputat. Deputat des britischen Parlaments. Dann war er schließlich auch Premierminister, dann war er Außenminister, dann wurde er abgelöst, war dennoch weiterhin Deputat der konservativen Partei. Und selbstverständlich der Verfasser der bekannten Balfour-Deklaration. Für uns wird Balfour interessant ab dem Jahr im Prinzip 1905, denn Arthur Balfour 1905 als Arthur Balfour in seinem Amt als Premierminister 1905 beschloss er unter anderem eine Limitierung der jüdischen Einwanderung aus Osteuropa und verschaffte sich in den damaligen Jahren den Namen Antisemit, weil er im Prinzip die Einwanderung überhaupt von Flüchtlingen, insbesondere von Jüdischen, begrenzte. Die Welle der Flüchtlinge nach den Pogromen, vor allem im russischsprachigen Bereich, war groß. Aber in diesen Jahren ebenso traf er auf einen sehr interessanten jüdischen Mann, ja, Chemiker von Beruf, aus ebenso auch ein Produkt der jüdischen Auswanderung nach England im Zuge der Repression, der Repressalien in Russland etc. Der Name ist Chaim Weizmann. Eine Periode lang nannte er sich in England Charles Weizmann, um sich ein bisschen der britischen Gesellschaft anzupassen. Als er nach England kam, konnte er nicht wirklich Englisch, sondern Jiddisch und Französisch. Aber er hatte eine besondere Gabe, vor allem nach seiner Zeit, die er als Mann, als zionistisch begeisterter Mensch in der Schweiz verbrachte und durch dort der zionistischen Bewegung anschloss und im Prinzip auch in ihr bekannt wurde als ein Redner, als ein charismatischer Persönlichkeit. Nach der Schweiz gelangte er nach England und dort hat er die Gabe und auch die richtigen Kontakte, sich Verbindungen zu erwerben in der englischen britischen Elite. Ja. Zunächst auf Französisch und dann später auch auf Englisch, ist verständlich. Und musste sich Gehör zu verschaffen bei den britischen Politikern. Und gelangte über kurz oder lang mit den einen oder anderen Kontakten, über Anwälte, über verschiedene Bekanntschaften und auch von seinem Beruf als ein anerkannter Chemiker, auch zu Lord Balfour. Er wurde von einem Bekannten mit ihm zusammengeführt, wenn man so will. Und Chaim Weizmann war natürlich schon ein Mitglied der zionistischen Bewegung, aber noch kein Amt bekleidend wirklich, sah sich im Prinzip in der Rolle als Vertreter der jüdischen Nation, oder zumindest derjenigen, die von ihm vertreten werden wollte. Und begann seine Bemühungen in die Richtung zu lenken, um im Prinzip die britische Herrschaft über das Osmanische Reich und seine jüdischen Mitbrüder in der Levante und in Palästina unter sie zu bringen, um ihnen das Leben zu erleichtern. Und vor allem selbstverständlich die politischen Absichten einer nationalen Heimstätte voranzubringen, ganz nach der Vision Herzls, der 1904 verstorben ist. 1904, kurz nach dem Tod von Herzl, gelangt Chaim Weizmann sogar schon nach England. Und ja, durch seine Selbstdarstellung, durch sein Charisma, sowie in Zeitzeugen beschreiben, und das ist auch in Tom Sagas, wird das explizit erwähnt, weiß er sich gute Bekanntschaften zu machen, zum Beispiel mit Winston Churchill. Und wie gesagt, auch Arthur Balfour. 1906 trifft Chaim Weizmann
auf Balfour, unterhält sich mit ihm einige Zeit. Dem voran ging der britische Plan, muss man sagen, dass Balfour nicht nur bei der jüdischen Einwanderung seine Rolle gespielt hat, sondern auch bei dem Vorschlag seitens der Briten, den Juden in ihren nationalen Bestrebungen Uganda bzw. britisch Ostafrika zu aufzugeben, damit sie sich dort eine Art Land und Heimstätte errichten können. Dieser Vorschlag wurde aber abgelehnt beim Zionistischen Kongress. Deshalb versuchte selbstverständlich, hatte Chaim Weizmann die Idee, um Balfour für Palästina zu begeistern. Das ist noch alles lange vor dem Ersten Weltkrieg, ja. ungefähr zehn Jahre zuvor. Chaim Weizmann wird für Kirchenkurs bezahlt, bleibt in Kontakt selbstverständlich mit Balfour, mit allen anderen Leuten auch. Ja, braucht natürlich eine Art eigenes Gewicht in der britischen Regierung. Und 1914, 15 und 16, Chaim Weizmann unterhält sich wieder einmal mit Balfour, wenn man das so möchte. Und erwähnt, und schlägt eindeutig vor, in diesem Krieg, der sich jetzt weiterhin schon entwickelt, das ist schon das Jahr 1916, ja, Palästina als eine Zugabe zu den Eroberungen des britischen Imperiums hinzuzunehmen, trotz des mangelnden politischen strategischen Wertes, aber durch seine Symbolträchtigkeit auch zum britischen Imperium hinzuzuziehen. Da das Osmanische Reich sowieso sich in seinem Fall befindet, sollte es im Prinzip eine Möglichkeit sich daran ergeben, das zu tun. Und begeistert ihn natürlich auch immer wieder und immer weiter für die jüdische Sache. Zudem ist Weizmann, das muss man auch erwähnen, wie gesagt Chemiker, aber auch Chemiker im Dienste der britischen Führung. Er findet einige Patente und einige Möglichkeiten, im Prinzip die Kriegsmunition der Briten zu verbessern und im Prinzip ihnen neue Mittel zu geben, zu kämpfen gegen die Mittelmächte. Und das ist auch eine der Karten, die Chaim Weizmann in seiner Hand hält, um seine Forderungen mehr durchzubringen. Und noch eine Person möchte ich doch unbedingt erwähnt haben, die schon vor Chaim Weizmann, ein Jahr zuvor, vor dem aktiven Vorschlag, eine nationale Heimstätte im Land Israel zu gründen, nach der Eroberung, einen Menschen muss ich doch auch erwähnen, denn er ist danach auch relevant in der Verwaltung des britischen Mandats über Palästina. Und er ist selbst Jude. Und er äußert auch sehr darauf bauend auf das christliche ideologische Verständnis der Führungskräfte in der britischen Regierung, auf des Premierministers und Balfour und Lloyd George alle möglichen anderen Menschen, die darauf ansprechen könnten. Dieser Mensch heißt Herbert Samuel, ursprünglich orthodoxer Jude und später danach Politiker, der sich etwas entfernt hat weiterhin von der jüdischen Tradition, aber dennoch bekannt wurde als der erste nicht zum Christentum übergetretene Jude im britischen Parlament. Herbert Samuel, ja, wird nach dem Ersten Weltkrieg später Verwalter, Großverwalter, Commissioner, ja, Kommissar in Palästina. Aber noch zu seiner Zeit, nämlich 1915, richtet er den ersten Vorschlag, danach eine Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina zu errichten. Nimmt dabei nicht wirklich in Kenntnis die arabische Bevölkerung. Aber bringt auf jeden Fall auf dem Tisch die Vorteile, die den Briten erwachsen würden, aus der Tatsache, wenn sie den Juden die freie Entfaltungsmöglichkeit im möglichen neuen britischen Mandat geben würden. Nämlich würde daraus
Nutzen, Fortschritt und eine Weltbereicherung kommen. Alles ideologische Bewegungsschriften. Man sagt, zumindest bezeichnet das so Tom Segge wieder in meinem neuen Text. Die Schrift war sehr ideologisch, sehr mit viel Pathos geschrieben. Einige Politiker lehnten diese Schrift ab, aufgrund auch seines Pathos, was Herbert Sammel dazu brachte, diese Schrift zu überarbeiten. Einige strategische Punkte hineinzubringen und nicht nur die Tatsache, dass Großbritannien durch die Beihilfe für die Juden eine historische Wichtigkeit erlangen würde. Aber das Dokument mehr oder weniger beinhaltet diese Argumente, dass die Juden sich selbst entfalten und der Welt viel Gutes bringen könnten. Er soll sogar irgendwo in dieser Schrift von dem jüdischen Tempel gesprochen haben. Und das ist ja immerhin nicht mehr allzu religiöser Jude. Selbstverständlich war auch von der Befreiung der christlichen heiligen Stätten die Rede, von den Händen der muslimischen Herrscher. Und natürlich Zuweisung einer historischen Rolle für Großbritannien in der Rückkehr des jüdischen Volkes in seine alte, alte Heimat, Zion, Jerusalem, etc. Ja, und wir haben ja schon darüber gesagt, dass die Einstellung der britischen Gesellschaft gegenüber den Juden sehr ambivalent gewesen ist, eine Art Hassliebe. Ja, wir haben einmal die Juden, die man gerne loswerden möchte, weil sie doch irgendwie die Welt zu beherrschen scheinen, die Angelegenheiten, die politischen Angelegenheiten zu beherrschen scheinen, irgendwo immer vorhanden sind. Das ist wahrscheinlich auch in Banken, Geldwesen. Und dazwischen, daneben aber auch das, der christliche erhabene Glaube, dass das altbiblische Volk Israel zu seiner Heimat zurückkehren könnte und es würde Heil über die ganze Menschheit bringen. All das zusammengemischt machte sich dieser Politiker namens Hermann Sabon zu uns. Er selbst auch ein Zionist. Und brachte es vor, dass es gelangte vor allem in die Hände von Lloyd George, Premierminister seiner Zeit, nach 1916. Vor 1916 gelangte es in diese Schrift in die Hände von eines anderen Premierministers, Kitchener sein Name, der keinen strategischen Wert in der Eroberung von Palästina sah und diese Schrift ablehnte. Dennoch aber, prinzipiell seinen Anschluss hatte und eine Grundlage bildete später für die Gespräche von Chaim Weizmann und Arthur Balfour über die Deklaration, über doch eine Entscheidung für die zionistische Bewegung. Das waren also 1915 Herbert Sammel und seine Schrift. Und zurück zu Chaim Weizmann und seinen Gesprächen mit Arthur Balfour. Arthur Balfour wurde nach einiger Zeit Foreign Secretary, Außenminister, ja, Außensekretär der britischen, des britischen Imperiums. Mit seinen guten Kontakten zu diesem Mensch konnte Chaim Weizmann ihm auch auf Basis der Ideen von Herbert Sammel wieder diesen Vorschlag unterbreiten. Nach 1916 hatte ein neuer Premierminister das Sagen, nämlich Lloyd George, David Lloyd George, einerseits glühender Verfechter der zionistischen Idee und mit dem großen Glauben an die christliche Gerechtigkeit gegenüber den Juden und an die Rückkehr. Andererseits auch ein Verfechter der Idee der jüdischen Weltverschwörung. Sprich, eine sehr ambivalente Persönlichkeit. Aber wie gesagt, die ambivalente Persönlichkeiten gestalten sehr oft die Geschichte. Und zugunsten von ihren Interessen oder also zugunsten von anderen Interessen. Auf jeden Fall hatte er seine Wirkung. Er übernahm diese Ideen. Und wir reden vom Jahr 1916 und 1917. Ja, dabei muss ich das natürlich verkürzen. Alle möglichen Bedenken innerhalb der britischen Regierung, Parlament, strategisch gesehen, bürokratisch gesehen, unsicher, welche Rolle sie doch einnehmen möchten in diesem Konflikt im Heiligen Land. Selbstverständlich, als die Entscheidung dann doch gefallen war, 16, 17, das Osmanische Reich auch nach Palästina zu verfolgen und von dort aus es anzugreifen und es zu liquidieren, kommen wir zum, das ich hier in der Zeitliste erwähnt habe, nämlich zu dem Sykes-Picot-Abkommen. Ja, das war ein geheimes Abkommen zwischen Großbritannien und Frankreich. 1900,
was mich nicht anders irrt. Was haben wir hier stehen? Richtig. Das ist 16. Nämlich das Abkommen, das Territorium des Osmanischen Reiches im Nahen Osten, nämlich die heutigen Gebiete von Libanon, Syrien, Jordanien und Palästina, sprich Israel, unter sich aufzuteilen in verschiedene Zonen. Und dann, Kraft dieses Abkommens, selbstverständlich würde dann dass der Bereich von Palästina, inklusive Jerusalem und andere, in die Hände der Briten fallen und dort konnten sie dann entscheiden, wem sie das Ganze geben. Parallel dazu gab es, vielleicht kennen wir den jetzt, den Lawrence von Arabien, ja, Peter O'Toole, der geniale Film, dramatische Darstellung etc., alles basiert auf historischen Fakten. Die Authentizität des Films möchte ich jetzt gerade nicht ansprechen, aber Lawrence von Arabien war eine Figur, die im Prinzip im Dienste der britischen Regierung die Araber dazu bringen sollte, gegen die Türken aufzustellen, einen Aufstand zu führen und so den Briten zum Sieg gegen die Osmanen zu verhelfen und dadurch eine arabische Unabhängigkeit zu erlangen. Und tatsächlich war das einer der Pläne dieses Abkommens von 1916, dass ein Teil des Territoriums unter britische Verwaltung tatsächlich in einen arabischen Staat umgewandelt werden möchte. Als später, nach der Balfour-Deklaration, zu der wir gleich kommen, hier mit dem Text, als später die Araber dagegen protestierten, dass die Balfour-Deklaration im Prinzip ein Betrug darstellen würde und das Versprechen gebrochen werden würde, einen arabischen Staat zu errichten in der Gegend, meinte die britische Führung und die dafür Verantwortlichen, dass das nirgendwo heißen würde, dass speziell das Gebiet Palästina innerhalb eines zukünftigen arabischen Staates liegen würde. Ich spreche mit einem Zigzagkurs hin und dort und mit den großen Bemühungen seitens von Juden wie Chaim Weizmann in England und auch in Amerika wurde das erreicht, was wir, und ich renne natürlich momentan wieder einmal, wir müssen das Ganze im Zeitrahmen schaffen, die Balfour-Deklaration geschrieben. Zur Balfour-Deklaration gab es am 2. November 1917, noch vor der Eroberung von Jerusalem, die, wie wir sagten, auch durch die Briten durchgeführt wurde. Und zwar dazu möchte ich, wer das Buch hat, hier hat jemand darum gebeten, etwas zitieren von der Seite 51 im Buch. Und zwar im Prinzip die Unterredung, die überliefert wurde, zwischen Olaf Balfour und Dr. Weizmann, Dr. Chaim Weizmann. Nach ihren Gesprächen, ja, genau, Anekdote. Eine berühmte Anekdote des Zionismus beschreibt hier Tom Segel. Das war noch 1906, aber wir wollen ja direkt eine Verbindung schaffen. Und zwar gab es dort das Gespräch, führte das Gespräch darüber, warum die Zionisten im Prinzip den Plan, in Uganda einen Staat zu gründen, abgelehnt hatten. Und dabei sagte, ich lese vor, wie würde schließlich Balfour reagieren, wenn man ihm vorschlüge, London gegen Paris zu tauschen? Das Gespräch zwischen Chaim Weizmann und Arthur Balfour. Aber Dr. Weizmann, erwiderte Balfour, wir haben ja London doch. Gewiss, gab Weizmann zurück. Aber wir hatten Jerusalem schon, als London noch ein Sumpfgebiet war. Überrascht fragte Balfour Weizmann, ob viele Juden so dächten wie er, und erhielt die Antwort, Millionen. Merkwürdig, antwortete Balfour, die Juden, die ich kennenlerne, sind ganz anders. Darauf Weizmann, Mr. Balfour, dann lernen Sie die falschen Juden kennen. Interessantes Gespräch, ob es nun tatsächlich so Wort in Wort verlaufen ist. Eine Sache, aber die Idee ist klar. Das war noch 1906 und 1917 sah es dann schon etwas anders aus. Ja, 1917 sah es dann schon tatsächlich ganz anders aus. Und zwar
ging die Eroberung vonstatten in 1917. Die Briten waren schon vorgedrungen auf das Gebiet von Palästina, seitens östlichen Seite von Jordan, vom Jordanfluss oder vom Meer aus. Es gab einen Kampf unter dem General Sir Edmund Allenby. Ja, Allenby. Mein Tel Aviv und Jerusalem gewesen, das kennen alle Allenby. Auch ein Christ und auch ein Unterstützer der Idee der Rückkehr des jüdischen Volkes. Aber so oder so war er der General, der Befehlshaber der Truppen, die gegen die osmanischen Truppen kämpften und in Palästina einfielen. Im Oktober 1917 eroberten die Truppen Beersheba nach einem langen Kampf im Süden. Und nach zwei weiteren Versuchen, zum dritten Mal eroberten sie auch die Stadt Gaza. Ja, wir sprachen vorher aus von der Evakuierung der meisten Bewohner aus der Stadt Gaza. Und warteten natürlich auch auf den Einmarsch nach Tel Aviv. Und der Einmarsch nach Tel Aviv fand auch statt. Alles noch vor November 1917. Es gab Kämpfe um die Stadt Petach Tikva. Es gab Kämpfe mit den Deutschen, die Verbündeten der Osmanen, um Jaffo. Ja, vorher ein Bombardement. Der Einmarsch in Tel Aviv, so beschreibt es auch wieder mal von Segev, fand statt. Einerseits wurde er sehr begrüßt, auch von den übrig gebliebenen Bewohnern der Stadt, die nicht vertrieben wurden. Andererseits gab es Fälle von Plünderungen und auch von Vergewaltigungen, sprich verschiedene Berichte über den über die freudigen Eroberer, die überall gewünscht geworden sind, britische Soldaten. Aber auf jeden Fall, Tel Aviv war auch schon schnell in der Hand der Briten. Und im November war das Ziel Jerusalem von General Allenby. Die Türken gingen zwar zurück und gaben immer mehr Fronten auf, aber sie verteidigten sich, es waren harte Kämpfe. Definitiv war aber Jerusalem ein erklärtes Ziel und sollte auch so sein. Und wir haben hier in unserer Zeitleiste die Einnahme Jerusalems durch die britische Armee. Aber zuvor haben wir ja die Erklärung von Balfour. Kommen wir doch zu ihr. Und bevor wir sagen, auch bald auf Wiedersehen in meinem Kurs, möchte ich, dass wir doch alle noch einen kurzen Blick auf die Erklärung von Balfour werfen. Habe ich sie in Englisch und ich habe sie in Deutsch. Exakte Übersetzung. Sehr gut aus dem Englischen. Wer beide Sprachen versteht, herzlich willkommen. Sich das durchzulesen. Ich lese es kurz auf Deutsch vor. Ja, 2. November 1917, tatsächlich gedruckt und verteilt und bekannt gemacht wurde das am 9. November und richtet sich das Ganze an den Lord Rothschild, in dem Lord Balfour natürlich auch im engen Kontakt stand, als dem Patron und dem Geldgeber der jüdischen Besiedlung in Israel. Ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung Seine Majestät die folgende Erklärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen Bestrebungen übermitteln zu können, die dem Kabinett vorgelegt und gebilligt worden ist. Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Ziels zu erleichtern, wobei, wohl verstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status den Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Erklärung zur Kenntnis der zionistischen Weltorganisation bringen würden. Ihr Ergebener, Arthur James Balfour. Zionistische Weltorganisation hört sich natürlich sehr groß an. Das war auch die Absicht. Denn wie gesagt, Chaim Weizmann war mit keinem Amt in der zionistischen Bewegung bekleidet, aber wohl ihr Sprecher. Und hatte sie gesehen auch Erfolg in seinen Bemühungen als Vertreter eines ganzen Volkes oder als Vertreter einer international mächtigen Organisation zu wirken. Und so machte sie natürlich den Mythos der jüdischen Weltverschwörung gut zu nutzen, was in den Jahren eben auch etwas brachte, nämlich die Fertigstellung dieser Erklärung. Das war im November 1917. Und diese Erklärung war im Prinzip das Dokument, das der arabischen Nationalbewegung die rote Flagge im Prinzip zeigte, das rote Tuch. Die Briten, für die Araber, standen auf der Seite der Juden. Im Laufe der Zeit
Sollte sich das etwas ändern, zumindest was die Praktik betrifft, was die Tatsachen betrifft auf dem Feld, nicht vielleicht in den Idealen, da die Briten aus verschiedenen Zeugnissen durch das ganze britische Mandat hindurch keine besondere Zuneigung pflegten zu keinem dieser beiden Völker und sich eher tatsächlich als Kolonialisten und Beschützer dieser Region betrachteten, distanziert von der eigentlichen Bevölkerung und weniger als verbunden. Aber dennoch war dieses Dokument nicht zu leugnen. Man muss bemerken dabei, wenn sich die Formulierung dieses Dokuments anschaut, wird sehen, dass nichts Exaktes versprochen wurde, genauso wie in der Erklärung der arabischen Unabhängigkeit von den Briten zuvor. Es gibt keine Deutung eines tatsächlichen Staates für die Juden. Es wird nicht festgelegt, was in diesem Staat und in dieser Heimstätte, wie sie überhaupt aussehen soll, welche Grenzen sie haben soll, welche Gesetze dort sein sollen, wie unabhängig und wie autonom die Juden und auch die nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina sein sollten. Die arabische Nationalbildung wird nicht erwähnt und dagegen wird sich später auch ankämpfen. Die Araber kämpfen gegen die Briten. Aber dennoch, trotz seiner Ambiguität dieses Dokumentes, ist es ein großer Vorstoß für die nationalistische Bewegung, das ist eine große Feier. Die anschließende Eroberung Jerusalems ist später dann wieder mal natürlich ein Grund zum Jubel für alle daran Beteiligten. Die Anekdoten drum um die Eroberung Jerusalems selbst, welche ja am 9.12.1917 erfolgt. Da ranken sich viele interessante Legenden darum, wie zum Beispiel, das ist, beschreibt auch Felix Kandel in seinem Buch, Erde unter den Füßen, ist wie die Flucht. Die osmanischen Soldaten flüchteten aus der Stadt und hinterließen sie sich viele Verletzte, Verwundete, auch Deutsche und Türken gleichermaßen. Und da sie aus der Stadt flüchteten, blieb dem Bürgermeister nichts anderes übrig als die britischen Eroberer willkommen zu heißen mit weißen Flaggen und eine Delegation dieser kapitulierenden Bürgermeister und seine Gehilfen schienen vor der Stadt, vor den Stadttoren der Altstadt, um die britischen Eroberer willkommen zu heißen. Diese waren aber auch nicht dort mit zusammen mit dem General Allenby, sondern dorthin gelangten nur zwei Soldaten, die für ihren Offizier nach Verpflegung unterwegs waren. Sie sahen die Delegation mit den weißen Flaggen, verstanden aber nicht, was das Ganze im Prinzip bedeuten sollte, fragten sie nach Verpflegung und kehrten mit leeren Händen heim. Später danach kam noch eine weitere kleinere Gruppe von Soldaten und so dauerte es einige Zeit. Immer wieder kamen dort die falschen Vertreter, also nicht die wahren Repräsentanten der großen Eroberungsarmee der Briten, sondern verschiedene andere Protagonisten und jedes Mal ging die Delegation des Bürgermeisters mit seinen weißen Flaggen zu diesen hin und bedeutete ihnen, die Schlüssel der Stadt in ihre Hände zu geben, bis dann tatsächlich die britische Führung, der Generalstab unter ihnen, General Allenby, verstanden hatten, dass, was hier gemeint gewesen ist und dass die Stadt sich im Prinzip erobern ließ, ohne großartige Kämpfe drumherum, sondern im Prinzip ihnen in die Hand gelegt wurde, wurde eine Zeremonie für General Allenby arrangiert, damit dieser als wahrer Eroberer nun tatsächlich in die Stadt hineingeritten kommen konnte, nämlich durch das Jaffa-Tor. Alle kennen diese Geschichte mit dem weißen Pferd und General Allenby reitet in das Jaffa-Tor hinein. Das war tatsächlich schon, nachdem die Kapitulation schon lange stattgefunden hatte, aber das war so. Einige der kleinen Anekdoten, um diese Entwicklungen ranken. Und sprich, wir haben hier am Ende des Ersten Weltkriegs, welches im Prinzip kurz darauf auch schon stattfand. Ja, der Erste Weltkrieg dauerte noch weiter, bis zum Winter 1918, als das Waffenstillstand ausgerufen wurde, auch in den anderen Ländern. Ja, das Osmanische Reich war dabei eine in dem Sinne leichte Beute.
Ja, weil es schon am Zusammenbruch gestanden hat, noch vor dem Beginn der Kämpfe. Und das letzte Datum, das ich hier angegeben hatte, war 1920, die San Remo-Konferenz, bei der schon 2 Jahre nach der Eroberung, 2, 3 Jahre nach der Eroberung von Palästina, festgelegt wurde. In der San Remo-Konferenz nahmen verschiedene westliche Mächte teil, unter anderem auch Italien. Festgelegt wurde, dass Großbritannien das offizielle Mandat bekommen sollte über dieses Gebiet. Und damit wären wir schon bei anderen Themen angekommen. 1920 ist ein entscheidendes Jahr. Unruhe, arabische Unruhen infolge von diesen ganzen Entwicklungen. Und weitere Prozesse und die Aufnahme der dritten Aliyah 1919. Weitere Juden kommen ins Land, weitere Entwicklung, weitere Menschen, weitere Vorkommnisse. Im Prinzip lässt sich das zusammenfassen, das Ganze, dass jüdische Öffentlichkeitsarbeit und Unnachgiebigkeit von Persönlichkeiten wie Zev Jabotinsky, wie Yitzhak Ben Zvi, wie Ben Gurion, damals noch etwas weniger seine Rolle im Vordergrund, und wie Chaim Weizmann selbstverständlich und Herbert Samuel, später nicht besonders beliebt in der jüdischen Bevölkerung, aber dennoch eine relevante Figur, eine jüdische Figur in dem Kampf, in dem Bestrebung um eine nationale Heimstätte und weiteren anderen. Ja, dass die Bemühungen dieser Persönlichkeiten in unbeschreibbarem Maße dazu beigetragen haben, die Geschehnisse, die politischen Entwicklungen in der Welt zu nutzen, dazu um die Idee der jüdischen Unabhängigkeit voranzubringen. Sehr kompliziert, alles nicht so einfach, wie man das hier so darstellt. Dabei reichen nicht nur einige Fakten und kurze Zusammenfassungen, aber es lohnt sich selbstverständlich in die Quellen und alle Quellen hineinzuschauen, die einem zur Verfügung stehen, auch auf verschiedenen Sprachen. Und hiermit erkläre ich den Schuh für beendet. Ich kopiere jetzt noch einmal auf Whiteboard. Ich hoffe, es war nicht zu viel Geschichte und Gerede. Ich freue mich auf Fragen und welche da sind. Und selbstverständlich kann man sich immer an mich wenden für weitere Materialien. Im letzten Whiteboard hier in WebEx habe ich meine Quellen. Da ist natürlich Tom Segev, das Haganah Museum in Tel Aviv, Felix Kandel, Erde unter den Füßen, hatten wir auch schon in einigen anderen Unterrichten. Die wunderbare Seite der Jewish Virtual Library, sehr, sehr gute Zusammenfassung und auch einigermaßen gut mit den Daten operiert. Die Balfour Deklaration, von dort habe ich die Übersetzung. Und ansonsten wünsche ich verbleibenden schönen Abend. Und ich hoffe, ich habe auch jetzt das Kapitel des Ersten Weltkriegs mehr oder weniger abschließen können. Wir haben verstanden, was es in dem Land vorgekommen ist. Wir haben schon ziemlich große Überzüge bei meiner Zeit. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und bis dahin sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, es war sehr interessant. Vielen Dank, ich freue mich auch auf das nächste Mal. Lieben Dank, Ralf Haier, und an alle Teilnehmer, die heute dabei waren. Schönen Abend und lassen Sie es sich gut gehen. Bis bald. Shalom. Shalom. Shalom.